So Leute, willkommen zu Super Mario Bros. The Lost Levels. Pascha hat jetzt schon Panik. Ich will nicht. Wir spielen als Luigi, würde ich sagen. Würde ich auch sagen, ja. Und ich würde sagen, ich beginne einfach mal jetzt mit dem ersten Level. Das ist ja, wie hattest du im ersten Teil erzählt, für diejenigen, die nicht dabei waren, ich auch nicht um. Giftpilz. Ja. Das ist auch schön. Aber Luigi ist so schön tragfähig. Der schwebt hier geradezu, gerade Ziel. Ich bin und tot. Und läuft direkt in den Koopa rein. So, und jetzt müssen wir Controller tauschen, glaube ich. Oder machen wir einmal... Ich würde sagen, wir machen einmal alle Leben runter. Okay. Und ich würde sagen, wenn ich das erste Mal sterbe, darf meine Freundin ran. Du bist doch gerade schon das erste Mal gestorben. Ich meine, wenn ich einmal komplett tot bin. Achso, okay. Hängt ja schon mal gut an in Welt 1-1. Ich bin mir sicher, da oben gibt's eigentlich was. Ja, das kann ja nicht allzu lange dauern. Bis... Du hast dich jetzt dreimal in den ersten 5 Metern dieser verdammten Welt umgebracht. Ja, aber nur damit meine Freundin auch mal spielen darf. Ja. Natürlich, also ich würde doch nicht sterben, weil ich schlecht bin oder sowas. Das war gut gelöst da gerade mit dem Koopa. Guck mal, viele Koopas da rumlaufen. Das ist ja hier richtig schlimm. Eine richtige Infektion. Das ist schon hart, wie hoch Luigi springen kann, ne? Boah, ja. Der fliegt ja richtig. Ja, ja, Luigi, der hat hier den Meistersprung. Ja, der ist beflügelt. Der hat jetzt einen Kuss von Peach gekriegt, jetzt ist er beflügelt. Ja. Und weil er in Mario Bros. Da alles gerissen hat, reißt er jetzt auch die Lost Levels. Die ja eigentlich Mario Bros. 2 sein sollten, ne? Genau. In Japan waren die Mario Bros. 2. Es gab viele Kritikpunkte in Japan. Also viele Leute haben gesagt, das ist irgendwie zu ähnlich von Mario Bros. 1. Und es haben auch sehr viele gesagt, dieses Spiel ist richtig, richtig beinhart und super schwer. Und Nintendo Amerika hat sich dann gedacht, ja, wir stimmen dem zu, diese Levels sind wirklich viel zu schwer. Wir haben das Gefühl, dass die westlichen Spieler keinen Spaß daran haben werden. Und deswegen haben sie einfach mal ein völlig unpassendes Spiel, was eigentlich überhaupt gar nicht Mario war, nämlich Doki Doki Panic. Haben sie mal ein bisschen reskinned, haben ein paar Mario-Sprites reingehauen und haben das dann als Super Mario Bros. 2 im Westen rausgebracht. Und das wurde dann wiederum in Japan herausgebracht unter dem Namen Super Mario USA. Aber eigentlich war das, was wir hierzulande als Super Mario 2 kennen, eigentlich gar kein Mario-Spiel ursprünglich in Japan. Ja, und dann wolltest du das jetzt hier im Anschluss spielen oder was? Das ist doch Betrug. Ja, will ich, weil... Wir haben schon genug gelitten. Für die Zuschauer können wir gar nicht genug leiden. Am nächsten scheint es so, als würdest du jetzt die erste Welt hier schon mal mit Bravour meistern. Ja, locker. Ich weiß gar nicht, wie viele Welten es hat. Ob es auch wieder 8 Welten sind oder ob das irgendwie so klein, weniger sind. Aber ich glaube, es werden 8 sein. Ja. Mario war doch immer 8 Welten. Da bin ich sauber. So früh gesprungen. Aber gut, ich will ja, dass meine Freundin auch nochmal da... Ja, aber die darf dann von vorne spielen, wenn du jetzt hier... Was? Wie? ...besser bist. Ja doch, wir fangen dann wieder von Welt 1-1 an, wenn du Game Over gehst. Ach so, das habe ich vergessen. Das ist wie in Mario Bros. Guck mal, fliegende Tintenfische. Okay, ich bin Game Over. In dem Fall übergebe ich an meine werte Assistentin... An Pasch. Nein, war Quatsch. Nein. Nein, du musst. Willst du auch mitreden können? Dann übergebe ich dir mein Headset. Okay. Der legendäre klar. Wechsel. Der legendäre Wechsel. Hallo, Pasch. Hallo. Mensch. Guten Tag. Und jetzt die Wölfin. Ich habe gerade irgendwas aufgenommen. Mit ihrem Versuch hier. Der Lost Levels zu spielen. Schon mal Mario gespielt? Super Mario Brothers 1? Hör auf zu reden. Pasch redet mit mir. Ja, man hört den nicht, den Wolf. Das kannst du mir gerade mal sagen. Ja, man hört dich nicht. Wolf. Ja, ist egal. Mach einfach. Was mache ich? Start drücken. Was? Ah, da. Start passiert nichts. Dann vielleicht A oder B oder was weiß ich. Hä? Ja, okay, Controller ist ab. Also, ups.
Das ist natürlich nicht so praktisch. Ihr redet durcheinander, Hilfe! Okay. Lass die Zeit. Wir haben alle Zeit dabei. Controller ist drin. Start. Nimmt er nicht mehr? Start. Kurz, wir machen kurz Pause und resetten. Okay, wir machen kurz Pause und resetten. Start, genau. Es geht weiter, hallo. So, da sind wir wieder. Ich dran? Okay. Ja. Musst dich bewegen. Ja! Ein super Start. 2 Zentimeter haben wir schon mal in den Level hineingesehen. Vielleicht schafft es jetzt... Oh, wir haben einen Pilz gefunden! Na, was sagt man denn dazu? Okay. Aber geht dann ein bisschen zu weit nach rechts und leider kann man nicht mehr nach links laufen in diesem Spiel. Warum sagt mir das niemand? Das ist Mario. Der Pilz bringt dich um. Nicht nehmen. Ja. Okay. Du musst nicht mal versuchen, mit mir zu reden, Wolf. Ich höre dich nicht. Wie macht man... Ja, ihn hört auch keinen. Welchen Sprung? Spin Jump gibt's nicht in Super Mario Bros. Ach so. Du bist klein, das geht nicht, wenn du klein bist. Landet. Ich war einer von genau ihnen. Genau. Zwischen den Goombas, ja. Okay. So was passiert, wenn man mir Vertrauen gibt. Vielleicht kriegst du ja diesmal den Pilz. Das wird wie sie knapp, aber wenn du den schnappst und ganz schnell wieder rausspringst, dann könnte... Ja, genau, versuch den Pilz einfach ein bisschen nach oben zu schlagen. Oh, ja. Vielleicht kommt der ja dann aus der Öffnung raus, wenn er auf dem Weg nach rechts ist. Nein. Oh, fast. Hast geschafft. Ich glaube, der geht nur in die andere Richtung hier. Der ist nicht kooperativ hier. Der will nicht gegessen werden. Nein! Egal, wir machen einfach mal... Warum slidet der? Das ist nicht gut. Luigi! Ja, das ist Luigi. Der kommt gerade frisch von seinem Karrieretraum, ein weltberühmter Schlittschuhläufer zu werden. Hat vergessen, die Schuhe zu wechseln. So passiert das. Ja! Oh! Ja! Ich bin... Also so geht das! Ich bin jetzt Master. Sie hat den Pilz gekriegt. Okay. Und damit kommt sie auch an den Goombas hier vorbei. Nein. Man muss oben lang da. Oh, Vorsicht vor dem Koopa. Ah, okay. Super, gut gemacht. Schlägst dich tapfer. Yeah. Ja, einfach weiter geradeaus. Ich versuche auch gleich schon. Ich versuche überhaupt nichts mehr einzusammeln. Ich will einfach nur durch. Und da kommt die Luft-zu-Boden-Rakete. Und stampft einmal oben drauf. So, hast du jetzt Midway? Ich glaube, es ist Midway-Point, ne? Ja. Genau wieder vom Zählen. Ich hab schon nach links gedrückt, aber der hat's nicht genommen. Hier, kannst okay. du wieder. Wenn ich das mache, kommt nur Chaos raus. Tschüss, Pasch. Tschüss, war schön. Tschüss. Gut gemacht. Ja, denke ich. So, schnappen wir mal den ersten Controller. So. Ach so, dann müssen wir erstmal freigeben. Liebe Zuschauer, dann bin ich wieder da. Du musst den Controller freigeben. Ich muss den Controller freigeben. Ja. Okay, dann belege ich jetzt einfach beide. Ja, genau. Belege einfach beide. Mach dich hier breit. Ja, ich bin jetzt erster und zweiter Spieler. So, was jetzt? Hast du Escape gedrückt? Nein. Hast du Escape gedrückt? Nein. Ah, jetzt. Komisch. Siehst du's? Nee, bei oder mir sehe ich noch nichts wieder. Ach so, ja. Dann sind wir jetzt desynced. Dann müssen wir den Emulator halt nochmal neu starten. Warum müssen wir den Emulator jetzt nochmal neu starten? Normal sollte das funktionieren. Keine Ahnung, irgendwas ist da hängen geblieben beim Controllerwechsel und jetzt sind wir auf jeden Fall desynced, weil ich bin ja, schon wieder im Emulator Spiel drin ist und so ist nichts. Ach so, ja, das ist natürlich mies. Gut, bis gleich. Nein, es liegt nicht an dir. So, und jetzt ist Pasch dran. Ja, jetzt darf wieder derjenige ran, der Luigi hier berühmt gemacht hat, dem Luigi all seinen Ruhm zu verdanken hat. Ja, und er profitiert jetzt vom Wissen aus... Ach so! Aus den vorherigen. Jawoll! Geht doch. Kommt da jetzt eine Feuerblume raus oder haben wir noch einen Giftpilz? Ne, immer noch einen Giftpilz. Okay. Weil meine Freundin hat ja jetzt hier den Pilz aufgedeckt, den ich nicht gefunden habe. Von mir weiß ja. er schon, wie man durch den Rest kommt. Und selber geleistet hat er jetzt bisher noch nichts, aber er kommt immerhin recht weit. Ja, ich habe gerade mal 20 Sekunden gespielt. In meinen Mach ersten 20 Sekunden bin ich dreimal gestorben. Ja, eben. Und dann sagst du, viel geleistet hat er oder nicht. Ja, das ist eine Leistung.
so wenig Zeit, so oft zu sterben. Mir, ich verbitte mir hier solche Anschuldigungen. Mach's doch erstmal besser. So, da kommt noch ein Koopa runter. Ja, Pasch hat hier ja sehr viel Luigi-Erfahrung, der kann das. Genau, ja, Luigi ist so mein Metier. Wir kennen uns, Luigi und ich. Haben damals schon im Krieg zusammen gekämpft. Daraus ist eine unsterbliche Männerfreundschaft entstanden. Und dann macht das direkt und ist hier in Welt 1-2. Der kann's ja sogar fast. Ich wäre ja sogar fast an der am Fahnenmast vorbeigesprungen. Das wäre auch lustig. Einfach die Fahne gar nicht mitnehmen. Direkt weiter. Ja, genau. Wer braucht schon eine Fahne? Die einzige Fahne, die es hier gibt, die kommt vom Pilz. Aber vom Königpilz. Ja. So, aber ich mag, wie hoch Luigi springen kann. Kannst du da eigentlich oben drüber? Müsste man eigentlich mal schauen. Aber theoretisch... Warum höre ich eigentlich auf dich? Du solltest nicht auf du mich hören. Du bist doch hier derjenige, der dreimal hintereinander gestorben ist, direkt am Anfang. Eigentlich ja, darf ich auf dich überhaupt nicht, so nicht hören. Gemeint. Aber jetzt kannst du es eh vergessen, weil jetzt bist du nicht mehr groß. Ja. Ja, was hörst du auch auf mich? Ja, was höre ich auch auf dich? Das ist eine sehr gute Frage. So, das hat mir gefallen, das mache ich jetzt auch. Und, den Teil nimmst du dann eher wie ein Mann? Genau. Das habe ich ja nicht, also den Teil habe ich auch wie ein Mann genommen, bloß den Teil davor nicht. Obwohl wir das auch locker geschafft hätten, also das war... Ja, das ist ja noch nicht allzu schwer. So, komm, jetzt durch. Ich habe halt nur Angst vor Welt 8 in diesem Spiel. Ja, Welt 8. Wenn das hier Welt 1 ist. Und Welt 8 in Super Mario Bros. War das, was Welt 8 in Super Mario Bros. War. Was wird dann Welt 8 in diesem Spiel? Hier wäre theoretisch auch ein Shortcut gewesen. Wäre es? Ich habe da etwas gesehen, was einen Shortcut ziemlich andeutet. Kann gut sein. Aber im Endeffekt ist es dann einfach eine Warp-Pipe und damit überspringen wir wieder Level und dann... Ja, das wollen wir ja nicht. So, jetzt bist du da, wo ich in den Tod gegangen bin. Auf sehr dumme Art und Weise. Aber du schaffst das. Weißt du, unter Wasser waren die Viecher schon schlimm genug. Warum müssen die jetzt auch noch hier in der Luft rumfliegen? Weil fliegende Blooper einfach cool sind. Jeder weiß, dass Tintenfische fliegen können. Stimmt's? Warum schüttelst du den Kopf? Unterstütz mich doch. So. So, ich hoffe inständigst, dass da ein Pilz drin ist. Oh, ich sehe, Koopa Jumps werden in diesem Level, in diesem Spiel wohl ein Objekt werden, das wichtig wird. Mist. Aber Koopa Jumps. Man springt viel höher von Koopas ab. Ja gut, Koopa Jumps können dir egal sein, weil als Luigi hast du eh den Sprungvorteil. Oh, ja, so geht das hier. So geht das. Luigi macht jetzt hier den Durchmarsch. Und direkt ab ins erste Schloss. Ich habe noch keinen einzigen Save State gebraucht. Ja, aber es ist ja noch Welt 1, ne? Ja, das stimmt. Aber du hast das letzte durchgespielt, also ich habe Hoffnung. Uff. Vor allen Dingen, weil du immer so Situationen hast, in denen ich denke, du müsstest tot sein, aber du stirbst einfach nicht. Du bist wie so eine Cartoon-Figur. Das Problem ist hier, in dem Spiel kenne ich die ganzen Wege nicht, bei den Schlössern. Ja, egal, die finden wir raus. Ist da auch noch ein Koopa? Ja, dann kümmere dich um den Koopa. Genau so. Ich weiß nicht. Ich hoffe, der kommt jetzt nicht zu... Ah, verdammt. Ja, der kommt nicht zurück, aber das ist schon... Nein! Ich dachte, ich kann die Unverwundbarkeit noch ausnutzen. Ja, kannst du nicht. So, jetzt bin ich von Anfang an klein. Das macht einen Teil des Schlosses aber auch einfacher. Hier kann ich mir aber wieder einen Pilz schnappen, wenn ich das... Ja, den hast du ja beim letzten Mal auch verdepper. Okay. Wenn ich das nicht verdepper, habe ich gerade gesagt, dann verdepper ich es und renne auch in die nächsten verdammten Kreisel, Feuerkreisel rein. Eigentlich war meine Hoffnung, dass du jetzt das Schloss machst und alle anderen auch. Ja, das ist auch meine Hoffnung. Du gehst immer davon aus, dass ich nicht gewinnen will. Wenn du immer so sagst, ja, ich habe eigentlich darauf gehofft, dass du das jetzt hier machst. Nein. Du willst ja anscheinend nicht. Nein, in dem Fall gehe ich davon aus, dass du es einfach nicht hinbekommst. Ja. Also wenn du jetzt alles in einem Durchmarsch, also ohne noch einmal zu sterben, schaffen würdest, wäre das super. Das wäre wirklich also super. Also ich meine jetzt alle 8 Welten. Och da Mann, ich dachte, ich wäre da aus der Range gewesen. Ach, letztes Leben. Natürlich. Dann auf Wolf wieder und...
dann darf Agathe Feuer wieder. Ja, ob die nochmal will? Die will bestimmt nochmal. Hat sie das gesagt oder sprichst du gerade für sie? Ich weiß nicht, ich habe noch keine Aussage gekriegt. Aber ich habe kein Nein gehört, also... Das ist nicht das, worauf man bankieren sollte, kein Nein zu hören. Ja, kriege ich ein Ja? Ich habe mich doch geduckt, was machst du denn? Keine Antwort. Ja, einfach ignoriert. Jetzt will die gar nichts mehr. So, komm, hau raus. So, wenigstens Bowser will ich noch kriegen. Ich hoffe, der schmeißt zum Anfang jetzt keine Hammer. Das wäre natürlich ein bisschen schade. Nee, am Anfang schmeißt er doch nie einen Hammer. Okay. So, da hast du Bowser gefletscht. Das habe ich in der Tat. Und wir befreien einen Koopaling. Nein, einen Toad. Einen Toad, das ist auch die Koopalinge waren die, die man als Bosse in Super Mario World. Ach so, hatte. Stimmt, ja, das waren die Bosse in Super Mario World. So, Nachtwelt, Welt Nummer 2. Und ich rieche Fisch. Und ich rieche einen Tod. Ich rieche auch einen Tod. So, dann darf jetzt der Wolf wieder ran. Ja, dann müssen wir jetzt aber erstmal... Wir tauschen ganz kurz die Controller. So. So, ich mach hier frei. Du machst bei dir frei. So. Und zurück ins Spiel. Oh, jetzt habe ich nochmal Escape gedrückt, weil du schon hattest. Ach so, ja, okay. So. So. Und ja. Weiter geht's. Weiter geht's. Jetzt ist der Wolf wieder dran. Oh Gott. Ich war so lange nicht mehr dran. Wow! Große Koopa-Wanderung, okay. Oder was? Okay, okay. Das hat geklappt. Irgendwie. Dank Luigi Supersprüngen. Und hier alles. Ja, wollte gerade sagen, das war ziemlich riskant, was du da gerade gesagt hast. Ja, ich weiß, aber Luigi wollte nicht nochmal springen, sonst hätte es geklappt. Also ich einfach bin ja nochmal dran. Einfach so mal so draus. Ja, ja, man muss sich erstmal umgewöhnen. Ich habe auch nach jedem Tod erstmal gedacht, oh, jetzt muss ich, ach nee, ich bin ja doch nochmal dran. Ja. So. Uff. Man wird hier aber auch hochkatapultiert, ohne Ende. Was machst du hier für Dinge? Ja, ich sag's dir, Koopa-Sprünge werden auf jeden Fall eine Sache werden. Koopa-Sprünge werden auf jeden Fall, also so wie man bei Koopas in die Luft geschwungen wird. So, ich mach das jetzt einfach nochmal, aber diesmal mache ich das in stylisch. Verdammt, ich hab gedacht, das schaffe. Sehr stylisch. Okay, 10 10. Eile mit Weile, ich weiß. Der Push-Rush, der funktioniert nicht überall. Nee. Okay, ein Leben noch, dann kann meine Freundin unsere Ehre retten. Ja, ob sie nochmal möchte, frage ich mich. Alter, da bist du ja wirklich ja, hier fast schon bei der ISS rausgekommen. Okay. Und los. Ja. Hättest du Lust für mich zu übernehmen? Ja, ich bin tot und jetzt ist wieder der nächste dran, also. Möchtest du? Ja. Okay, ich kriege ein Ja. Das bedeutet, jetzt achte ich auch drauf, dass der Controller nicht wieder disconnected wird. Mhm. So, das gibt's. Ich habe schon ein Safe gemacht. Ich übergebe das Headset. Alles klar. So. Hallo. Hallo. Dann, ja, wir sind jetzt eine Welt weiter. Vielleicht ist das ja so eher dein Metier. Oder vielleicht findest du wieder irgendwas, was der Wolf übersehen hat. Das wäre da auch mal schön. Ja, Hilfe. Ist hier? Oh, Geduld. Ah. Ich wollte gerade sagen, mach das Geduld. Nicht so wie der Wolf, der hier durchspringt wie so ein Grashüpfer durch alles. So. Genau dasselbe jetzt nochmal. Genau ein... Oh. Ja, egal, du hast noch ein paar Versuche. Ein paar und eins. Ja, ja. Wie mache ich diesen Boden? Ich hab gar nicht mehr. So, genau, in der Mitte ist ein Pilz drin. Gib mir.
Ein leichter Sprung ist notwendig. So, und jetzt einfach... Oh, oh nein! Oh nein, das war so gut. Mit jedem Leben machst du Fortschritte. Mit jedem Leben so ein paar Meter weiter. Und irgendwann kommst du auch ans Ende des Levels. So, jetzt wieder hier. Schade. Ich war schon da, das ist nicht gut in Mario. Jawohl! 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 Nein! Was? Hast du alle erwischt? Was ist passiert? Ja. Na gut. Okay, ich übergebe. Hey. Ich übergebe wieder an den Bock. Zurück zu Glück. Tschüss. Boah. Tschüss. Das bald wieder. So, da bin ich wieder. So, gib mir den Controller. Ich gebe dir den Controller. Bleibt das schon wieder alles an mir hängen? Ja. Du machst jetzt die komplette Welt durch und dann ist gut. Ja. Wie in Welt 1 halt, ne? Ja. Oder auch nicht. Gut, das war das erste Mal. Das war das erste Mal, dass ich hier in diesem Level war. Ja, jetzt hast du aber nicht den Vorteil, dass du die anderen schon mal gesehen hast. Oh, was schlittert der denn so rum? Das ist ja unfassbar. Ja, das hatte ja meine Freundin auch als Problem. Ja, okay. Ich merk schon. Ja, also Leute, das hier mit Geduld dieses neue machen. Projekt wird uns sehr viel abverlangen. Ja, du wolltest es ja unbedingt spielen. Ja. Ich bereue es auch nicht. Wir haben bis jetzt schon sehr viel Spaß. Du bist der Masochist und sagst dann, oh, das wird aber schlimm. Dabei würden wir ohne dich überhaupt gar nicht hier drin sein. Ja, aber du hast den Pilz, den Stern nicht mitgenommen. Oh, das stimmt. Eigentlich wäre das eine fantastische Idee gewesen, das zu tun. Hier habe ich den Push-Rush noch nicht so ganz perfektioniert. Ja, nicht so ganz perfektioniert könnte man das nicht. Meine Freundin hat da die beste Methode. Die hatte echt die beste Methode. Also da war ich schon stark beeindruckt, um ehrlich zu sein. Ja, ja. Die hat das hier eiskalt durchgezogen. Das ist die Killer-Methode. So, wo war der Stern drin? Der war hier irgendwo drin, ne? Wir unterhalten uns gerade darüber, wie gut du die Koopas platt gemacht hast. Aber du hast mehr als genug von denen umgebracht. Du hast das super gemacht. Oh, du hast meine weiteste Strecke überboten und bist dann gestorben. Möchtest du eigentlich mitmachen? Ich sehe schon das Sprungbrett. Viel Spaß dabei. Okay. Achso, stimmt. Der Controller muss ja jetzt wieder umgesteckt werden. Ja. Oh, wieso gehen wir eigentlich auf die 2? Wir brauchen ja gar keine 2. Ich hab keine Ahnung. Ich lass die 2 jetzt einfach leer. So, Leute, ich würde aber sagen, das reicht mal für heute. Ihr lasst uns ein nettes Kommentar da, einen Daumen nach oben. Was haltet ihr von dem neuen Projekt? Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir Welt 2 machen. Bis dann. Tschüss. Tschüss.